Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen den Unterschied zwischen Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung erläutern. Das Ganze ist eingebettet in das Oberthema Suchmaschinenmarketing. Und darunter unterscheiden wir zwischen Suchmaschinenwerbung, also alles das, was bezahlt wird an Anzeigenschaltung, und der Suchmaschinenoptimierung, also die kostenfreie Einblendung meiner Website bei einer Suchmaschine. Wenn man sich die Suchmaschinenergebnisseite anschaut, dann sind oben die Anzeigen, also diejenigen Ergebnisse, die ich bezahlen muss. Und darunter sind die sogenannten organischen Suchergebnisse, also die Einblendungen, die kostenfrei sind. Die Anzeigen werden vergeben auf Basis einer Auktion. Das bedeutet, in Abhängigkeit zu einem bestimmten Schlüsselbegriff wird ein Gebot von einem Werbetreibenden hinterlegt. Derjenige, vereinfacht gesprochen, der am meisten bietet, landet also weiter oben in den Anzeigen als derjenige, der weniger bietet. Hier kommt es aber auf weitere Faktoren an, die wir später noch erläutern werden in einem separaten Video. Darunter sind die organischen Suchergebnisse. Die kann ich beeinflussen, indem ich zum einen meine eigene Website optimiere oder aber die Verlinkung meiner Website im Netz versuche, positiv zu beeinflussen. Kurz gesprochen und zusammengefasst sind die Suchmaschinenwerbung eben dann dafür geeignet, kostenfreie Einblendungen zu erhalten, aber ich muss die Klicks auf diese Anzeigen jeweils bezahlen über das Gebotsverfahren, was ich kurz angesprochen hatte. Bei der Suchmaschinenoptimierung ist sowohl die Einblendung als auch der Klick auf ein Ergebnis kostenfrei. Ich habe den Vorteil bei der Suchmaschinenwerbung, dass ich die Keywords, zu denen meine Anzeige geschaltet werden soll, frei definieren kann. Bei der Suchmaschinenoptimierung kann ich das versuchen durch Beeinflussung. Ich bin aber immer abhängig von dem Algorithmus von Google und auch von der Weiterentwicklung dieses Algorithmus. Bei der Suchmaschinenwerbung habe ich die Möglichkeit, einen Anzeigentext flexibel zu gestalten und auch genau zu definieren, zu welchen Suchanfragen soll dieser Anzeigentext geschaltet werden. Auch das kann ich bei der Suchmaschinenoptimierung nicht so frei tun. Ich kann also kurzfristigen Erfolg erreichen über Suchmaschinenwerbung. Langfristig und nachhaltig kann ich das aber über die Suchmaschinenoptimierung hinterlegen, unterhalb der Anzeigen. Das heißt, ich kann auch beides parallel machen, Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung. Das Ranking bei der Suchmaschinenwerbung, also die Position meiner Anzeige, ist stark davon abhängig, zum einen, wie viel Geld ich einsetze, also vom Budget, und wie gut ich meine Anzeigen aussteuere, meine Kampagnen aussteuere, also auch stark abhängig vom sogenannten Qualitätsfaktor, auf den wir separat noch eingehen werden.